Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Train Sim World 2 unterwegs und zwar auf der Isle of Wight. Wight, vermutlich. Wir machen heute was Besonderes. Wir werden zwar einerseits die komplette Strecke abfahren, aber ich möchte gern alle diese Collectibles holen. Also das Eis, das Ticket-Ding da, diese Kartendinger und die Fotoapparate. Sprich, wir werden zwischendrin stehen bleiben, schauen uns die Stationen ganz genau an und dann hoffe ich mal, dass ich hier heute in einer halben Stunde 100% hier unten kriege. Dachte, da habe ich schon mal ein bisschen Lust drauf. Ich habe ein eigenes Szenario dazu entwickelt. Hier, Szenarioentwickler. Bravuras erstes Szenario. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist auch gleich die erste Testfahrt. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Und ich habe ein paar Gegenzüge drin, werde ein bisschen kreativ werden und ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das so vorstelle. Okay, wir machen hier erstmal die Türen auf, machen den Zug soweit bereit. Und warte mal, wo sind die Frontscheinwerfer? Sind hier? Okay, da machen wir hier drin noch die Lichter an. Das müsste hier hinten sein. Fahrgastraumbeleuchtung. Ecke ist jetzt an. Okay. Ja. Das ist unser U-Bahn-Zug hier. Mit dieser geilen Rot-Weiß-Lackierung. Und ihr seht schon die erste Kamera da vorne. Da gehen wir mal kurz hin. Bam. Cool. Und dann wette ich mal drauf, dass wir hier hinten am Pier noch irgendwie ein paar Sachen haben. Und ich hoffe, das Spiel verzeiht mir, dass ich hier mal ein bisschen rumbummel. Aber ja, wird ein Experiment. Gucken wir mal. Sind das die dicke Dinger hier? Müssen wir hier was machen? Nee. Haben wir hier noch was? Kann ich hier raus? Oh, ich kann hier raus. Ja, gut, aber nicht wirklich weit. Aber ich kann hier noch ein bisschen rumlaufen. Da steht sogar ein Bus. Moin, Kollege. Ich sehe jetzt aber hier nichts, wo ich hier noch irgendwas machen könnte. Nö. Okay, dann gehen wir hier mal wieder rein. Manchmal hat sie auf den Wänden hier diese... Hier was? Nö. Hm. Aber hier. Nice. Sehen wir hier sonst noch irgendetwas, was offensichtlich wäre. Hier jetzt noch so Ticket-Dinge. Kann ich aber auch nichts machen. Das ist Dach undicht. Hm, hier noch was? Nee. Hier drin auch nicht. Da kann ich auch nichts machen. Ich weiß halt nicht, was mit dem Ticket-Zeugs halt auf sich hat. Hier ist auch nichts mehr. Ah, da drüben hat es noch was an der Wand hier. Oh, und die Eisdinger. War ja klar. Ich glaube, das war's. Mehr kann man hier wirklich nicht machen. Hier auf dem Pier ist auch nichts mehr. Okay, dann fahren wir mal weiter zu der nächsten Station. Hier vielleicht noch was? Kann ich da was machen? Nö. Okay. Ich bin sicher schon ungeduldig. So. Einmal einsteigen. Die Tür lassen wir gerade offen. Machen wir hier ein paar Mal. Gut. Bremsen lösen, beide verriegeln. Und Abfahrt. Ah, na schön. Übrigens, Bahnsteig 2 hier wird nicht mehr genutzt. Ich glaube, in echt sind auch die Gleise schon weg. Mal schauen, dass wir hier noch einen schönen Screenshot machen. Okay, wie schnell dürfen wir hier fahren? 20. 16 fahren wir. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Strecke mal komplett abfahre. Bin sie nur teilweise gefahren.
Und ich hoffe, alle Collectibles sind hier an den Bahnsteigen und nicht irgendwo zwischen der Strecke. Dass man hier mal aussteigen muss. Ach, der linke Bahnsteig wird nicht mehr genutzt. Das ist eigentlich schade. Dann machen wir hier mal die Türen wieder auf. Machen F1 wieder an und steigen auch gerade hier schon mal aus. Ne, da kann man nichts machen. Ah, das Eis habe ich mir hier schon geholt. Da hat es noch eine Fotokamera. Moin. 3 von 10, schon mal nicht schlecht. War eine Karte hier. Haben wir hier sonst noch was Offensichtliches? Hier vielleicht? Nö. Naja, hier komme ich auch nicht raus. So hier zum Busbahnhof. Schaut so aus. Hier raus. Da hat es noch ein Eisding. Ansonsten gehen wir mal hier weiter raus. Ne, ich komme hier gar nicht weiter raus. Ah, blöde unsichtbare Wand. Hier. Okay, ich glaube, das ist alles hier auf dem Bahnhof. Was? Was? Wo war denn das jetzt? Ein Ticket entwertet. Das habe ich jetzt voll nicht gesehen. Okay, ja gut, wir düsen wieder. Ich denke mal, beim Pier hat es auch noch so ein Ticket gegeben, was ich jetzt nicht gesehen habe. Wenn ich das schon mindestens nicht kriegen. Achso, ich muss noch verriegeln. Und Abfahrt. Nächster Halt, Schweiz St. John's Road, Bahnsteig 2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Glaube ich zumindest. Ist nur schade, dass sie die Züge jetzt ausrangiert haben. Ich glaube, einer bleibt noch erhalten bei der Heritage Railway. Und der Rest verschrottet bzw. kommt zu anderen Sammlern. Und jetzt sind die neuen D-Stocks, also die ehemaligen D-Stock-Trains von der Londoner U-Bahn jetzt hier unterwegs. Mensch, da sieht man aber viele in den Tunnel hier. Nächster Halt könnte noch ein bisschen speziell sein, weil da haben wir auch noch das Depot. Da mache ich auch mal reingucken. Da haben sie bestimmt irgendwie was versteckt. Gelbes Signal. Oh, da geht's nirgendwo hin. Früher war ja die ganze Strecke hier zweigleisig. Jetzt ist es halt nur noch teilweise. Hatte doch nicht so viel Verkehr. Ich glaube, von den neuen D-Stocks sind es 5 Einheiten, die jetzt da rumgurken auf der Strecke. Ja, gefällt mir besser als die Originallackierung. Ich kann das Interface ausmachen. So wahnsinnig viel passiert hier gar nicht. Und wieder grün. Ja, und da hört sie wieder meine Katze. In jedem Video da. Hört immer fleißig mit. Okay. Nächster Halt. Schauen wir, dass wir wieder sauber hier anhalten. Kommen sie auch alle schon. Und ihr seht schon die erste Kamera. Einmal aussteigen. Achso, gehen wir lieber hier hinten. Ist einfacher. So, wo ist die Kamera? Ach, die habe ich schon ausgelöst. Okay. Gut, dann gehen wir zuerst mal ins Depot. Schauen wir, was wir hier so finden. Aber das sieht noch ganz viel nix aus hier. Sind die da reingeschoben worden? Da hat es ja gar kein Third Rail hier.
Hier ist nichts, da ist alles zu. Ich glaube, auch da ist nichts. Hinten wie sowas wie ein Bahnsteig. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Mal hier irgendwie was? Nö. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Kann man nicht einmal schnell die andere Seite entriegeln? Oh, nö. Gut, dann gehen wir über die... What the fuck? Wo war denn das Ticket jetzt schon wieder? Ah, hier komme ich auch wieder. Immerhin schon zwei Tickets, aber ich habe das jetzt voll nicht gesehen. Okay, andere Seite. Was haben wir hier noch so? Geht da wieder nicht raus hier. Oh, da gibt es wieder Eis. Nice. Also ich glaube, das Eis kriege ich dann voll. Und dann das hier. Ansonsten sehe ich auch hier wieder nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Also, andere Seite hier da unten. Aber ich glaube... Ne, hier kann man auch nichts machen. Hat es hier sonst auch nichts. Stellwerk? Nö. Okay, dann düsen wir wieder. Ich frage mich, wie diese Tickets aussehen. C3. Reinsetzen. Verriegeln. Wann uns da mein Service entgegenkommt. Und ich dann, glaube ich, in zwei Haltestellen ist es, wo es ein Ausweichgleis gibt. Oh, da kommt dann schon was entgegen. Class 33, glaube ich, ist es. Oder 31. Im Original natürlich hier nie gefahren. Ach ja. So, Maximum Schmack SPD. Jetzt ist km/h. Ah. Meilen pro Stunde. Dann ein bisschen näher ran. Ja. Mega schön. Oh, was? Gelb. Jetzt meine Services ist gerade schon entgegen. Ja, aber es hat doch noch gut gemacht. Okay, dann bleiben wir hier mal stehen. Kann man eigentlich gerade mal aussteigen. Also das ist ja hier die Museumslinie. Und warum ist die verbunden? Die ist doch mittlerweile hier verbunden. Fahren Sie mal die Dampflok hier rum. Und das wäre, wenn wir sie nicht mehr bremsen können, dann fahren sie hier in diese Sandbank hier rein. Sonst wäre das hier noch der zweigleisig weitergegangen. Okay, bis der andere Service kommt, können wir hier einfach mal so rumgehen, dann sparen wir schon mal Zeit. Da wollen wir hier was sehen. Aber auch da. Kann man hier was machen? Nö. Was? Hä? Hast du es immer an diesen Holzdingern dran oder was? Hier drin ist auch nichts. Hier oben.
Ja, da zumindest das Eis. Und ich glaube, das wäre es gewesen. Oh, schade, dass sie das hier noch nicht nur umgesetzt haben. Das wäre noch cool. Vielleicht kommt es ja nach dem Spirit of Steam Update. Mehr sonst noch was? Nö, sieht nicht so aus. Ist ja auch recht überschaubar hier. Also je nachdem, wie lange das dauert, bis der Server hier kommt, werde ich mal einen kleinen Cut hier machen. Na, Nottelefon. Will einmal hinaufsteigen. Was zum... Okay. Okay, ja, cool. Ja gut, dann gehen wir halt mal wieder zurück zu unserem Service hier. Ich glaube, die Ladbilden in echt, echt blöd schauen, mit dem, was ich mache. Ach, sieh einer an. Es ist jetzt sogar nach links rein. Würde ich da jetzt über Rot drüber fahren, als ich da voll in die Sandbank reintunne. Okay. Cool. Ja, okay. Hier rein. Hier machen wir wieder zu. Hey, da bist du ja ganz allein. Ganz im Wagen für dich. Aber ja, ein bisschen was los. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann ist die nächste Einheit. Nö, da gehe ich jetzt doch hinten. Okay, setzen wir uns hier mal rein. Beziehungsweise, ich habe mich hier rausstellen, um den Service hier anzugucken, wenn er vorbeidonnert. Und dann können wir weiterfahren. Okay. Ich werde euch mal ganz kurz hier vermutlich einen Schnitt geben, bis soweit ist, bis der Service da ist. Bis gleich. Okay, Leute, da sind wir auch wieder da und wir sehen gerade, der Service ist gerade hier beim Reinfahren. Hat es doch ein bisschen gedauert, bis der da war. Und jetzt gehen wir mal aus der Ansicht wieder raus. Und schauen wir mal an, was uns da jetzt gleich entgegenkommt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da auf den Weg geschickt habe. Wir müssen jetzt gleich jeden Moment da unten auftauchen. Ich höre schon mal was. Irgendwas klackert. Bist du eine Class 40? Nice. Die hätte man nicht auch nehmen können. Okay. Das war jetzt aber sehr kurzer Halt, hä? Moin Kollege, ihr könnt es mal ignorieren, dass ich hier draußen stehe. Oh, nice. So verrückt. Okay. Tür zu und wir steigen wieder ein und düsen. Na komm. Ein bisschen mehr Schmackes darf sein. Sehr gut. Moin Leute, war schon mal da, lasst euch nicht irritieren. Rechts sind Riegeln, so machen wir nochmal auf hier. Na, kriegst jetzt ein paar Gesellschaft hier. Mach mal die Fenster hier auf. Bestimmt schön stickig hier drin. The world famous Rosaline, made in Schottland, from Ribbets. Ja, ist auch noch eine schöne Strecke.
Was? Matt says you should come to Switzerland. Donate here justgiving.com fundraising. Match Pedals denn 2017-2. Ist das was Echtes? Ich meine, er ist echt, aber ich meine jetzt den Link hier. Okay, machen wir uns mal wieder abfahrbereit hier. So, Abmarsch. 45 maximal, Interface können wir jetzt wieder abdrehen. Geht nochmal voll parallel. Boah, ich müsste jetzt so ein mega Schwein haben, dass ich jetzt wirklich alle Collectibles kriege. So eine Retro-Edition von der Isle of Wight wäre noch richtig cool, wie da zweigleisig gewesen ist und auch die ganzen anderen Strecken noch existiert haben. Die haben da ein recht großes Streckennetz gehabt hier auf der kleinen Insel. Wobei klein ist relativ. Hat schon eine gewisse Größe. Größte Insel England. Anderen Strecken. Gibt es da Collectibles dazwischen der Strecke irgendwo, wo man mal aussteigen muss? Weil, wenn es jemand weiß, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Weil das war ja schon ein bisschen hardcore, wenn du hier zu Fuß die ganze Strecke abgeben müsstest. Wie weit haben wir es denn noch? 100 Meilen. 40. Ah, da hätte ich echt schon noch Spaß. Mit der alten Tube-Stock da rumzudüsen. Aber wenn die Strecke nicht so lang ist, würde ich auch ehrenamtlich machen. Und die Ankündigung für 20. Mal runter an der. Theoretisch sollte man noch eine Zugbegegnung haben. Jetzt kann man wieder rollen lassen. Mach mal das Fenster auf hier. Was? Nein, ich wollte nicht die Tür. Ah. Sollen wir nochmal ankündigen? Da gelten die 20. Gut genug. Muss reichen. Ich will das Fenster hier aufmachen. Dieser Punkt da in der Mitte, das wäre irgendwie cool, wenn der noch da wäre, wenn man das Interface hier ausblendet. Und da haben wir wieder einen verlassenen Bahnsteig. Schade. Wenigstens ist er noch da. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man hier nochmal ausbauen muss, dann haben sie wenigstens hier den Bahnsteig. Ich würde sagen, auf die linke Seite gehen wir zuerst. Okay, rechts sind Riegel. Die machen hier mal wieder auf.
Ah, der hat schon bessere Zeiten gesehen. Okay, haben wir hier irgendwie was Schönes? Ne, sieht nicht so aus, aus einem Haufen Grünzeug. Hier. Das ist okay. Hier sind also so die Tickets. Ob die echten Tickets so ähnlich aussehen? Das alte Stellwerk. Ob es hier was hat? Kann ich hier rauf? Nee. Okay, hier hat schon mal nix. Gehen wir mal auf den Übergang hier. Oh, auf den Übergängen hat es auch was. Ist das ein echtes Foto? Ha. Glaub nicht. Alles klar. Was haben wir hier da so? Ganz viel nix. Kann ich hier raus? Natürlich nicht. Oh, wieder Eis. Oh, hast so viele Kalorien auf einen Tag. und das hier. Hier. Ne, hier kann ich nichts machen. Ich glaube, das ist gewesen. Mehr hat es hier nicht. Schauen wir nochmal da vorne. Nö. Alles klar. Dann diesmal wieder. Einmal hier rein. Die Tür können wir wieder zumachen. Beide verriegeln, Abfahrt. Mit Maximum Schmackes. Was ist eigentlich deine erlaubte Höchstgeschwindigkeit? Steht das hier irgendwo? Da gibt es 100, aber 100 fährt das Ding garantiert nicht. Aber so 60, 70, glaube ich, würde ich schon zutrauen. Komisch. Ach ja, ausschauen tut der Simulator halt schon schön. Ah, ich werde den Tag feiern, wo der Editor mal offen für alle ist. Ah, das Spiel wird einfach so sehr davon editieren. Und vor allem einen besseren Szenario-Editor. Das, was man jetzt im jetzigen Szenario-Editor machen kann, das ist ein bisschen bläh. Vor allem, du kannst ja noch nicht mal irgendwie so Fahrzeuge einfach so auf die Schiene hinstellen, dass sie gut aussehen, dass sie zum Beispiel so Abstellgleise ein bisschen belegt sind. Also zumindest weiß ich nicht, wie ich es probiert, aber ist nicht gegangen. Okay, 15 Meilen pro Stunde. Das nächste Ausweichgleis da vorne. Da sollte schon ein Kollege warten. Oh ja, tut er. Okay, hier haben wir noch ein paar Rangiergleise hier. Für Digi. Keine Ahnung, was sie da in echt machen. Also wie es aussieht, könnten theoretisch auch Services hier da ganz rechts reinfahren. Aber das ist kein Third Rail. Moin, Kollege. Abfahrt.
Ach, der schleppt hier die Dieseleinheit ab. Nice. Oh, und da ist schon eine Kamera. Sehr gut. Cool. Gehen wir wieder rein. Wir steigen wieder aus. Schauen, was wir hier noch so Schönes haben. Okay, einerseits, das sehe ich schon mal. Hier ist mal nix. Ah, da gehen wir gleich runter, da hat es vielleicht noch was. Machen wir das Interface an, damit ich weiß, wie weit ich bin. 7? Da ist noch so ein Ticket. Hier kann ich nix machen. Kann ich hier raus? Nö. Und hier vorne hat es gar nichts. Was haben wir hier? Gar nichts. Altes Gleis. Wie weit geht denn das noch? Schauen wir mal. Doch kein Bahnsteig hier. Ah, vielleicht ist das ein Teilstück von einer alten Strecke, was dann hier reinkommen ist. Das würde Sinn machen. Dann hat man das hier noch so lassen für Abstellung oder sowas. Okay, gehen wir mal hier auf den Bahnsteig. Ah, jetzt wieder aktiv nichts, aber eine Kamera. 5 von 10. Hier drin ist nix. Auch nix. Das ist wieder eine Eismaschine. Da hat es auch nix. Und da hinten sitzt auch noch leer. Dann gehen wir nochmal hier runter. Ob sich hier noch was versteht. Ja, natürlich. Cool. Alles klar. Ich glaube, das war's. Bis mal wieder. Die verriegeln und Abfahrt. Warum bist du gelb? Ja, noch eine Zugbegegnung. Jetzt ich. Ja, da büßen wir da schon mal. Mit ein bisschen Schmackes hin. Überlegen, wenn ich jetzt nicht alle hinkriege, dann werde ich vermutlich nochmal den Modus zu Fuß starten machen und dann nochmal so durchlaufen, und wenn ich dann die restlichen Sachen finde, dann werde ich die euch zeigen. Aber ich hoffe, da hat es wirklich keine Sachen so auf der Strecke. Und der nächste Halt. Härter in die Bremsen gegangen. Okay, das ist schon mal ziemlich offensichtlich, die Kamera da. Okay. Passt. Aussteigen. Ich glaube, da ganz vorne steht wieder so ein Eisding. Ja, natürlich. Gratis Eis hier auf der Strecke. 9 von 10. Nice. 6 von 10. 8 von 10. Okay. Gibt's hier noch was? Tickets. 6 von 10. Ah, da habe ich 100 Pro welche übersehen. Building a bigger, better railway. We upgrading the railway to deliver faster, green, quieter, more reliable journeys. Okay. Das ist die Ankündigung für den Umbau, den sie jetzt gemacht haben. Södere, wir fahren wieder. Sind eh schon hinterm Zeitplan. Wenn es denn einen hätte.
Und das ist dann auch schon der letzte Halt. Ich werde dann ganz bewusst vor dem Halten anhalten, weil ich will nicht, dass das Szenario endet. Ich will mir zuerst den Bahnsteig da unten angucken. So, gehen wir mal mit dem Schmack jetzt hier. Eine Restriktion für die Einfahrt oder ist es da 45 bis zum Endhalt? Ich glaube, das ist offen bis zum Endhalt hier. Nach der Kurven dürfte es dann sein, oder? Okay. Also, ich bleibe jetzt mal hier bewusst davor stehen. Ah, doch, 15. Damit ich mir das hier in Ruhe anschauen kann. Ah, die Leute werden sich was denken. Kamera? 7 von 10. Okay, ja, da habe ich definitiv was übersehen. Kann ich hier raus? Ne, kann ich nicht. Dann, das da. 9 von 10. Haben wir hier wieder so Tickets? Ne, hier nicht. Fuck. Eis. Ja, zumindest das Eis habe ich jetzt komplett. Ah, schade. Ja, dann werde ich nochmal zu Fuß gehen. Und dann mal am Anfang an... Da ist ein Ticket. Okay. Schade, schade, schade. Okay, dann düsen wir jetzt hier mal rein. Und dann werde ich nochmal beim Pier starten. Und für euch wird es aber ein Schnitt sein, so wie ich dann die Sachen finde. Nüpp. Gehen wir hier rauf. Also bei größeren Strecken werde ich das nicht machen. Ich bin ja dann eine Stunde unterwegs. Außer man cheatet und schaut nach, wo die ganzen Sachen sind. Aber das macht ja dann keinen Spaß mehr. Ah, okay. Ich hätte doch nochmal die Türen aufmachen können hier. Ja, okay. Gut, Leute. Das war's mal mit der Isle of Wight. Jetzt gibt's erstmal einen Cut für euch. Und dann sehen wir uns bei den letzten Sachen, die mir hier noch fehlen. Also. Bis gleich. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Pier, wo wir ganz am Anfang gewesen sind. Und da habe ich jetzt schon ein Ticket entdeckt, was ich übersehen habe. Das ist zum Beispiel eins. Und jetzt schaue ich gerade noch, ob ich hier vielleicht noch eine zweite Kamera oder ähnliches finde. Und wenn ja, zeige ich es euch. Also, bis gleich. Okay, es gibt tatsächlich noch was Zweites hier auf dem Pier. Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz ein bisschen entlang gelaufen, zu der Straße, wo die Autos hier fahren. Und da steht tatsächlich noch eine Kamera.
Da hätten wir schon mal 8. Und jetzt werde ich mal hier den Pier runtergehen und mal schauen, ob ich da noch was finde. Okay, wow. Also hier auf der Heritage Lane ist die nächste Kamera gerade eben gefunden. Das heißt, eine Kamera fehlt noch. Die werden wir dann auch noch irgendwo finden. Hui, was für eine Suche hier. Ah, und da ist die nächste Karte, die ich übersehen habe. Und das wären dann alle Karten. Okay. Nice. Okay, wo ist diese blöde letzte Kamera? Die muss ich ja dann auch noch irgendwo finden. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Zug. Jetzt kann ich mit dem mal weiterfahren. Und wird ein bisschen schneller unterwegs hier.
Okay, wow. Also für die Kamera habe ich jetzt lang gebraucht. Und da gebe ich auch zu, ich habe gerade nachgeschaut, wo die Kamera ist. Weil das heißt, bei der Station da vorne hat es zwei. Und dann haben wir mal geschaut, wo die ist. Und man muss tatsächlich zurückfahren und bei dem Bahnübergang hier runterlaufen. Und dann hat es hier die Kamera. Alter, okay, jetzt habe ich alle Kameras. Puh, ich habe das ganze Eis, ich habe jetzt die ganzen Kameras. Ich habe die diese Pläne da von der Strecke. Und die Tickets, die muss ich jetzt noch fertig kriegen. Also, weiter geht's. Para otra cicatriz más, Espero que esta sea la última vez. Pero seamos sinceros que no aprendo nada Okay, beim Pier hat es tatsächlich noch ein zweites Ticket, das habe ich mir gerade nachgeschaut. Da hinten ist das erste und da ist das nächste. Und hier hat es nur zwei. Das heißt, ein Ticket fehlt mir jetzt noch. Okay, mal schauen, auf welcher Station mir das jetzt noch fehlt. Also, bis gleich. Und da wär's. Das letzte Ticket hier bei der dritten Station ist hier beim Fenster versteckt. Oh, wow, das sind teilweise echt fiese Verstecke. Aber jetzt habe ich wirklich alle Collectibles. Oh, nur als Beweis gehen wir mal ganz kurz ins Hauptmenü wieder rein von der Einarbeit. Yes. Aber ich glaube, ohne Hilfe hätte ich das jetzt nicht alles gefunden. Also, alle 10. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Like da, vielleicht einen Kommentar. Habt ihr schon mal bei einer Strecke alles gesammelt, was gerade geht? Lasst mich wissen, wenn ihr wollt. Kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Bis denn da.